Willkommen zu Mindset 21, dem Influencer-Talk der LBBW. Mein Gast heute ist der Influencer der deutschen Wirtschaft, Dr. Rainer Dulger, der neue Arbeitgeberpräsident. Davor war er Chef der Gesamtmetall und eigentlich ist er Familienunternehmer. Zusammen mit seinem Bruder führt er das Unternehmen Prominent in Heidelberg, Marktführer für Pump- und Dosiertechnik. Lieber Herr Dr. Dulger, meine erste Frage geht an den Familienunternehmer in Ihnen. Wie blicken Sie zurück auf das Corona-Jahr 2020? Wir sind ein typisch mittelständisches Unternehmen, das seine Produkte in der Wasseraufbereitung, im Umweltschutz und in der Öl- und Gasindustrie verkauft. Und im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern hier in unserer Wirtschaft kommen wir hier mit einem hellblauen Auge davon. Aber wir sind bei Weitem nicht so schlimm betroffen, wie das jetzt zum Beispiel der Non-Food-Einzelhandel ist, wie das einzelne Automobilzulieferer sind. Also da sind wir bis jetzt ganz glimpflich durch die Krise gekommen. Man wird die Wirtschaft wahrscheinlich aufteilen können in einen Vor-Corona und einen Nach-Corona. Wie wird denn die Pandemie die Wirtschaft langfristig verändern? Eines ist klar, die Probleme, die wir vor Corona hatten, werden danach nicht weg sein. Die werden unter Umständen sich sogar noch verstärkt haben. Wir hatten vor Corona in 2019 bereits ein Rezessionsjahr. Wir konnten ganz klar sehen, vieles läuft langsamer und vieles verändert sich. Wir sind in einem Strukturwandel. Das heißt, wir haben Themen wie Dekarbonisierung, Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Wir haben Themen wie Digitalisierung in unserer Industrie, aber auch Digitalisierung im Handel. Ich nenne hier nur die Plattformökonomie. Das ist zum Beispiel etwas, was durch Corona noch beschleunigt wurde. Aber diese Probleme, die wir vor der Corona-Pandemie hatten, werden auch nach der Pandemie nach wie vor auf dem Tisch liegen und die müssen wir entschlossen anpacken. Und daran hat sich nichts geändert. Es ist also klar, dass die Wirtschaft nach Corona eine nachhaltigere sein muss. Wie genau könnte das aussehen? Nachhaltigkeit ist eine ganz wichtige Vorgabe für unsere wirtschaftliche Zukunft. Wir sprechen hier in erster Linie von ökologischer Nachhaltigkeit. Das heißt, alles, was wir in Zukunft in unserer Wirtschaft erwirtschaften, sollten wir unter dem Blickwinkel der ökologischen Nachhaltigkeit sehen, dass unsere Kinder morgen auch noch in einer sauberen Umwelt leben können und auch noch Wälder und Wiesen genießen können. Absolut wichtiger Punkt. Wenn eine Nation das schaffen kann, hier neue Leitmarken in der Ökologie zu setzen, dann sind wir in Deutschland das, weil wir die Industrie haben und wir haben die Technologie, die wir brauchen, um ökologisch nachhaltig wirtschaften zu können. Aber Nachhaltigkeit heißt eben nicht nur Ökologie, es gibt auch eine ökonomische Nachhaltigkeit und eine soziale Nachhaltigkeit. Die ökonomische Nachhaltigkeit ist ganz klar, wenn die Wirtschaft nicht mehr floriert, dann können wir unsere Sozialsysteme nicht mehr unterhalten, dann können wir diesen Wohlstand, den wir uns hier erarbeitet haben, nicht halten und dann fehlt uns auch das Geld für Investitionen in Ökologie. Also Nachhaltigkeit heißt auch ökonomisch und sie heißt auch sozial, weil ich möchte, dass meine Kinder morgen auch noch auskömmliche Renten bekommen, dass sie morgen noch ein funktionierendes Gesundheits- und Pflegesystem vorfinden und auch funktionierende Arbeitslosensicherungen. Und all das sind Dinge, bei denen wir das Wort Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen müssen und eben nicht nur auf ökologische, sondern auch auf ökonomische und soziale Nachhaltigkeit achten müssen. Und das geht nur, wenn unsere Wirtschaft floriert. Sie führen ein Familienunternehmen, das in aller Welt aktiv ist. Das allein ein 24-Stunden-Job, würde ich sagen. Jetzt sind Sie auch noch Arbeitgeberpräsident. Noch ein 24-Stunden-Job. Was genau treibt Sie an? Warum machen Sie das? Es geht ums große Ganze. Es geht darum, dass wir hier in Deutschland auch in Zukunft noch erfolgreich sein können, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland in Zukunft noch erfolgreich sein kann. Da gibt es viel zu tun. Wir haben eine Corona-Krise zu bewältigen gehabt. Das hat viel Geld gekostet. Dieses Geld müssen wir irgendwie wieder erwirtschaften. Aber wir dürfen jetzt nicht durch zu hohe Steuern oder zu hohe Sozialabgaben die Wirtschaft abwürgen. Das wäre der vollkommen falsche Weg. Diese Systeme werden nur nachhaltig weiter bestehen können, wenn die Wirtschaft gut floriert und wenn die Wirtschaft, wie wir so schön sagen, brummt. Und das geht nur, wenn wir sie nicht durch allzu hohe Kosten abwürgen. Dazu gehört die 40%-Marke bei den Lohnnebenkosten. Die sollten wir auf gar keinen Fall überschreiten. Dazu gehören aber auch Steuern und Abgaben, die den Standort Deutschland an und für sich unattraktiv machen. Und darum geht es. Es geht ums große Ganze, dass wir hier im Geschäft bleiben und dass wir die Technologien von morgen und auch die Fabriken von morgen immer noch hier im Land bauen und hier im Land haben, weil dann haben wir auch die Arbeitsplätze von morgen und auch die funktionierenden Sozialsysteme von morgen. Und das ist mir als Arbeitgeberpräsident eine Herausforderung und da möchte ich gerne mit anpacken.
Dann sprechen wir nochmal über die Zukunft. Was sind denn Ihre vorrangigen Ziele als Arbeitgeberpräsident? Unsere Ziele sind auch in Anknüpfung an meinen Vorgänger immer noch die gleichen. Es geht um unternehmerische Freiheit, es geht um wirtschaftlichen Erfolg, es geht um ein geeintes Europa und es geht vor allem um eine geeinte Stimme der Wirtschaft gegenüber der Politik und den Gewerkschaften hier in Deutschland. Die BDA hat hier eine besondere Verantwortung, weil wir der einzige Wirtschaftsverband sind, der sowohl Industrie, Handwerk, Dienstleistung, Banken, Versicherungen bis hin zur Landwirtschaft repräsentiert. Und es gibt keine andere wirtschaftliche Spitzenorganisation in Deutschland, die für so einen großen Bereich der deutschen Wirtschaft spricht. Deswegen kommt uns eine besondere Verantwortung zu. Dessen bin ich mir bewusst. Und das ist auch mein Ziel für das weiterhin geschlossene Auftreten aller unserer Mitgliedsverbände zu sorgen und auch unsere Stimme gegenüber der Politik und gegenüber den Gewerkschaften hörbar zu machen. In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass unsere Betriebe quasi die besten Sozialsysteme sind. Damit sagen Sie quasi, wer Arbeit hat, dem geht es gut. Aber wird es nicht nach der Pandemie wahrscheinlich ein Problem werden? Wird es da nicht sehr knapp werden mit den Arbeitsplätzen? Arbeit beschäftigt uns. Das ist unser Motto und das sehen wir auch so. Arbeit ist nicht nur die Grundlage, um Geld zu erwirtschaften. Arbeit ist mehr. Arbeit gibt Halt, sie gibt Sinn und die Betriebe sind funktionierende Sozialsysteme, gerade jetzt in dieser Krise, für all die, die alleine zu Hause sind, nicht raus können. Und dann ist es ja eine Wohltat, auch mal in den Betrieb zu kommen, die Kollegen zu sehen oder zumindest mal per Video mit den Kollegen zu chatten, zu sprechen. Also Sie merken schon, Arbeit ist mehr als nur Erwerbsgrundlage. Und dieser Verantwortung sind wir Unternehmer uns auch bewusst. Wir fördern das auch ganz bewusst, den Zusammenhalt in Betrieben. Und dass wir eine Mannschaft sind, auch genauso wie hier in meinem Unternehmen. Und das ist mir wichtig als Arbeitgeberpräsident, dass wir hier auch weiterhin die Erwerbsmöglichkeiten für die Zukunft weiter mitgestalten können, sodass wir in Zukunft auch noch gute und attraktive Jobs hier in Deutschland haben, gute Arbeitsplätze, gute Tätigkeiten. Dazu gehören aber funktionierende Unternehmen, dazu gehört hohe Technologie, dazu gehören moderate Standortbelastungen, also Kosten an den Standorten, dass das auch so bleibt. Unser Talk heißt Mindset 21. Was ist denn Ihr persönliches Mindset für die Zukunft? 2021 wird eine Herausforderung. Wir werden hoffentlich im Laufe des Jahres die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Die Impfstoffe werden Anfang 2021 in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Es finden große organisatorische Maßnahmen statt, dass wir möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen können. Und ich hoffe, dass wir dann schon im Sommer diesen Jahres wieder einigermaßen stabile Verhältnisse bekommen. Und dann fängt die Arbeit erst an. Alles hier im Interview eben Gesagte, dass wir ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltig arbeiten können, dass wir darauf achten, dass uns der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht aus den Händen entgleitet, dass er attraktiv bleibt, dass Sozialabgaben, Steuern nicht unermesslich erhöht werden und die Wirtschaft damit abgewürgt wird. Alles das sind Herausforderungen, über die wir sprechen wollen, sprechen müssen. Ich habe in meiner Antrittsrede auch gegenüber der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung die Hand gereicht zum guten Dialog und zur guten Zusammenarbeit. Den werden wir wahrnehmen und da freue ich mich drauf, dass wir da was bewegen können. Haben Sie vielleicht irgendein Motto oder was hilft Ihnen persönlich, mit einem positiven Blick auf die Zukunft zu schauen? Ich bin als Unternehmer unverbesserlicher Optimist. Nur mit Mut und Entschlossenheit können wir die Zukunft bewältigen. Und es hilft auch ungemein, wenn Sie mit etwas Lebensfreude und Mut und Entschlossenheit an die Zukunft herangehen. Rückschläge wird es immer geben. Aber ich denke mal, dass wir auch das kommende Jahr gut meistern werden und dass sich vieles wieder verbessern wird und dass wir vieles schaffen können, weil wir haben auch schon viel geschafft in diesem Land. Und natürlich gibt es ein Motto. Ich habe immer nach dem Motto gehandelt, wo der Herr nicht hinsieht, werden die Kühe nicht fett. Das heißt, wir müssen die Dinge anpacken, wir müssen drüber reden und dann können wir sie auch bewegen. Und das motiviert mich für das kommende Jahr. Lieber Herr Dr. Dulger, vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und alles Gute für die neue Herausforderung. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich auf Sie in der nächsten Folge Mindset 21.